Und er singt das heute immer noch mit Freude. Ja. Das machen ja nicht alle Künstler. Und er macht das auch immer noch mit derselben Überzeugung wie damals. Lebt in Belgien heute, ist Holländer, hat viele, viele Erfolge in Deutschland. Wir sind sehr stolz. Ein Anruf und Heintje hat gesagt, natürlich bin ich dabei. Ein riesen Willkommensapplaus. Heintje und Mama! Hier ist der Dritte von der Neugruppe. Jetzt sind wir wieder zusammen. Was für ein Auftritt. Ja. Danke. Ja, bei so einem Publikum, ne? Ja, das ist so viele Jahre nach immer noch ein Lied, das, ich hab's gesehen, überall Tränchen im Auge. Ja, das ist wunderschön. Und dieses Lied, was ja keiner weiß oder viele nicht wissen, ist ja eigentlich ein uraltes Lied. Und vor mir haben das sehr viele tolle, große Operntenöre und so weiter gesungen. Eigentlich ist es schon ein sehr erwachsenes Lied, weil ein erwachsener Junge sagt seiner Mutter, du sollst nicht um mich weinen, ich komme ja auch wieder zurück. Ja. Okay. Wir wollen uns gleich keiner hat so gesungen, wie du es gesungen hast. Wenn du das so sagst, ja, dann ist das sehr lieb. Hast du als kleiner Junge Mama oder Mutti gesagt zu deinem? Ich habe eigentlich immer zu meiner Mutter Mama gesagt. Und wie ich dann ein bisschen älter wurde, je nachdem wie die Situation, habe ich auch schon mal Johanna zu ihr gesagt. Okay. Was viele nicht wissen, du hast eine ganz emotionale Verbindung zu Norddeutschland, zu Niedersachsen, zu Bremen. Richtig. Ja, gerade Bremen, da kommt ja mein Produzent her, Wolfgang Roloff, Ronny, kennt jeder. Und der hat mich damals produziert und bin sehr oft in Bremen gewesen. Der Hans Hee hat ja auch gewohnt da. Ja. Und in Oberneuland haben wir das alles produziert. Ich bin sehr stolz, dass du heute bei uns gewesen bist. Ich auch. Eine lebende Legende. Heintje, Hein Simons. Bleib gesund. Vielen Dank. So.